herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute mit einem weiteren Golfmythos, der uns selber auch sehr interessiert. Und zwar geht es darum, herauszufinden, ob ein kalter Ball weiter oder kürzer fliegt als ein warmer Ball oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Ich würde mal sagen, so die Lehrmeinung ist ja, wenn es kalt ist, dann schlägt man nicht mehr so weit. Und es ist auch so, aber nicht unbedingt wegen des Balls, meint man, sondern weil eben der Körper, also die Extremitäten, kälter sind und man sich einfach nicht so schnell bewegen kann. Das ist eigentlich auch der Hintergrund, warum man ja mehr, also auch mehr Klamotten anhat, sich besser aufwärmen soll und so weiter. Ja. Und man definitiv weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit produziert. Es ist natürlich so, wir jetzt hier unter Laborbedingungen können das jetzt nicht simulieren. Wollen wir auch nicht. Wir wollen jetzt wirklich nur mal schauen, was passiert, wenn wir einen sehr kalten Ball haben und einen sehr warmen Ball. Wir schlagen einen Driver, weil man hier einfach den Unterschied am besten sehen kann. Da ist der Ballspeed am höchsten und der Unterschied sollte erkennbar sein. Wir machen das Ganze so, wir haben einen Wasserkocher auf 60 Grad erhitzt, wo der heiße Ball reinkommt bzw. dann rauskommt. Und wir haben den kalten Ball, der kommt aus dem Schnee sozusagen, ist da ein paar Stunden gelegen, ist wirklich sehr gut durchgekühlt. Und ich würde mal sagen, so der Temperaturunterschied auf jeden Fall so 40, 50 Grad. Ja, das ist jetzt ins Extreme. Also wann wird der Ball mal 50, ja, 60 Grad warm? Aber vielleicht sieht man es so dann noch besser. Und wenn jetzt wirklich, weiß ich nicht, in Dubai oder so die Sonne drauf scheint, dann kann es ja vielleicht mal sein, dass der Ball 50 Grad erwischt. Aber ansonsten, glaube ich, ist es fast zu warm. Aber so sieht man es noch besser. Genau, also es geht uns jetzt nur darum, dass man wirklich diesen Unterschied rausarbeitet und nicht, ob man jetzt bei Kälte oder Hitze insgesamt besser, schneller schwingt oder weiter schlägt oder was auch immer. Ich versuche so gleichmäßig wie möglich zu schlagen mit meinem normalen Driver Ventus 6S Black mit einem TaylorMade 9 Grad Kopf. Das ist so mein Standard. Genau, so starten wir mal, ja, mit dem heißen Ball. Gut, das ist jetzt der warme Ball. Also man kann ihn aber anfassen, es ist jetzt nicht so unfassbar heiß. Ja, fühlt sich weich an. Also wir machen das Ganze mit einem Honma TWS Ball. Das ist ein relativ leichter weicher Three-Piece Ball. Das ist natürlich jetzt auch sehr individuell. Also wenn man jetzt andere Bälle nimmt, sieht es womöglich wieder anders aus. Also das müssen wir einfach so sagen, wir können es halt jetzt nur mit einem Ball testen. Ja, also er fühlt sich einfach weich an. Gut, jetzt der kalte Ball, frisch vom Schnee. Ja, schafft es auch hinters Grün? Ich versuche normal zu schwingen. Aber er fühlt sich härter an, der Ball. Du hast vor allem auch weniger Spin, interessanterweise. Ich glaube, das ist schon recht deutlich. Ja, also ich habe den Unterschied leicht gemerkt. Es hat sich einfach härter und weicher angefühlt. Das ist vielleicht wie, wenn man einen Pro V1 spielt gegenüber einem härteren Ball. Das ist so mein Feedback jetzt.
Genau, das wäre jetzt das, was ich erwarten würde, sage ich mal, dass der Ball einfach als kalt einfach etwas härter ist. Und ja, das wären jetzt, war mein, also ursprünglich war das mein Tipp. Schauen wir einfach mal die Ergebnisse an. Und hier haben wir, also du hast sie sehr gleich geschwungen, also da gibt es jetzt kaum Unterschied. Und wir sehen jetzt hier in der Efficiency schon mal einen minimalen Unterschied. Das heißt, der kalte Ball hat etwas mehr Ballgeschwindigkeit produziert, fast 2 Meilen. Es ist schon recht ordentlich und echt interessanterweise 800 Spin-Unterschied, sodass wir am Ende dann ja, 12 Meter Carry gewinnen mit dem kalten Ball und noch deutlich mehr Gesamtlänge. Ja, also überrascht mich jetzt auch sehr, aber ich habe wirklich versucht, so gleichmäßig wie möglich zu schlagen. Das ist überrascht uns sehr. Auch der Spin, also das eine 2000 und 2,7 oder 2,8 fast. Normalerweise bin ich so bei 2,3, 2,4 mit einem normalen Ball. Aber das überrascht uns jetzt wirklich sehr. Aber so sind die Ergebnisse, also. Ja, also was wir auch sagen müssen, wir haben jetzt, das kommt im Video jetzt nicht so rüber, dass wir den Ball auch regelmäßig geswitcht haben. Das heißt, wir haben nur ein, zwei Schläge mit einem Ball gemacht und dann wieder einen neuen genommen, der genauso heiß oder kalt ist, damit es sich nicht angleicht an die Raumtemperatur. Und wir haben natürlich auch außerhalb der Kamera wieder deutlich mehr Schläge gemacht, damit wir eben bessere Ergebnisse erzielen, die verlässlicher sind. Und ja, ich sag mal, Sehr besser, erstaunlich mal ja, wieder. besser wird es nicht. Also es ist schon deutlich. Und was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass der Spin tatsächlich So. so anders, also 800 Spin ist beim Driver, sind Welten, also. Ja, also ich habe es nur vom Feedback wirklich leicht gemerkt, aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt blind geschlagen hätte, hätte ich es nicht gemerkt. Aber ja, sehr, sehr interessant. Ja, also für mich ist es schon so, dass wenn ich jetzt draußen bei 5 Grad, 10 Grad spiele, dann bin ich halt deutlich kürzer, aber eigentlich nur, weil ich halt nicht so schnell schwingen kann und sehr warm angezogen bin. Und hier drinnen mit den Raumtemperatur und nur den verschiedenen Bällen ist es halt nochmal anders. Sehr interessant zu sehen. Ja, habe ich auch nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Zumindest nicht so deutlich. Ja, und ja, mit den Ergebnissen verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.